Schönen guten Abend, grüß Gott und herzlich willkommen zu Kärnten heute. Immer mehr heimische Betriebe setzen auf Tests am Arbeitsplatz. 120 Unternehmen bieten Mitarbeitern und Externen Corona-Schnelltests an. Millionenaufträge für heimische Industriebetriebe am anderen Ende der Welt sichern Arbeitsplätze in Kärnten. Neu entdecken lässt sich die Kunst des alten Handwerks in einem Museum in Baldramsdorf. Und wie im Frühling wird das Wetter auch morgen mit viel Sonne, Sahara-Staub und Temperaturen bis zu 18 Grad. Wie so oft in dieser Zeit beginnen wir mit den aktuellen Zahlen. In Kärnten sind seit gestern 149 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Nach Angaben des Landes gab es 4 weitere Todesopfer. Damit hat sich die Zahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen auf 674 erhöht. 89 Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus, 10 davon auf der Intensivstation. Außerdem sind heute 72 neue Fälle der britischen Coronavirus-Mutation bestätigt worden, die meisten im Bezirk Hermagor. Testen bleibt also weiterhin die Devise. Neben den offiziellen Teststraßen und Gratistests in Apotheken bieten nun auch immer mehr heimische Betriebe die Möglichkeit, vor der Arbeit schnell zum Test zu gehen. Nudeln mit den unterschiedlichsten Füllungen für den Handel und die Gastronomie stellen die 23 Mitarbeiterinnen der Norischen Nudelwerkstatt in Gutharing her. Strenge Hygienevorschriften sind hier selbstverständlich. Durch die Corona-Pandemie wurden sie weiter verschärft. 2-mal pro Woche steht der Corona-Test auf dem Plan. Chefin Edith Kuss hat sich zur Covid-Testerin ausbilden lassen. Montags und donnerstags wird getestet. Und ist jeder froh, dass er getestet ist und auch negativ ist? Bis heute war noch jeder negativ und das ist das Schöne dran. Aber nicht nur die Mitarbeiter, auch die Feuerwehr und die Bewohner von Gutharing können sich hier testen lassen. Weil es gibt sehr viele, die was kein Auto haben oder nicht wegkommen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen es in der Firma da. Und das können eigentlich die Gutharinger vorbeikommen und auch einen Test machen. Allein in der vergangenen Woche wurden 250 Tests abgenommen. Auch die Raiffeisen Landesbank hat für ihre knapp 500 Mitarbeiter in der Zentrale in Klagenfurt eine Teststraße eingerichtet, um die Sicherheit für Personal und Kunden zu erhöhen. Montags und freitags kommt die Betriebsärztin und nimmt die Proben für die Antigen-Schnelltests ab. Das Interesse ist groß. Im Grunde ist es so, dass fast alle Termine immer vergriffen sind. Also so um die 100 bis 120 Teilnehmer haben wir bei jedem Testtermin. Die Ergebnisse werden in das Testsystem des Bundes bei der AGIS eingemeldet. Damit hat der Firmentest offiziellen Charakter. Das funktioniert ganz einfach. Man braucht die Ergebnisse nur mit einem Excel-File hochladen und es wird automatisiert dann ausgeschickt per SMS oder per E-Mail. Die Testergebnisse, die Testbestätigungen, die verschickt werden, können dann auch als Zutrittsbestätigungen verwendet werden. Wir haben derzeit 70 Betriebe mit über 50 Mitarbeitern, die in das System der AGIS einmelden. Hier erreichen wir ca. 25.000 Angestellte, plus eben die Externen, die dort auch getestet werden. Und wir haben ca. noch einmal 50 Betriebe mit unter 50 Mitarbeitern, die nicht im System gemeldet sind, aber Druckbestätigungen, Testnachweise zur Verfügung stellen können. Auf diese Weise können derzeit etwa 30.000 Kärntnerinnen und Kärntner erreicht und die offiziellen Teststraßen entlastet werden. Heute hat die Schweiz Kärnten, die Steiermark und Niederösterreich auf die Risikoliste gesetzt. Das bedeutet ab 8. März eine Woche Quarantäne, wenn man aus diesen Bundesländern in die Schweiz reist. Auslandsreisen sind auch für Mitarbeiter von etwa Industriebetrieben derzeit eine große Herausforderung. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen gibt es immer wieder Kärntner-Erfolge, auch am anderen Ende der Welt. Ein Beispiel ist die Springer Maschinenfabrik aus Friesach, die in Neuseeland ein Großprojekt umsetzt. Und Haslacher aus Sachsenburg liefert das Material für die größte Holzkonstruktion in China. Die Springer-Gruppe, ihres Zeichens Weltmarktführer, wenn es um innovative Lösungen in der Holzindustrie geht, hat vor kurzem einen millionenschweren Großauftrag bekommen. Eine erdbebensichere Schwerlastsägezubringung soll in den kommenden Monaten in Kärnten gefertigt und dann in Neuseeland aufgebaut werden. Großprojekte wie dieses haben natürlich massive Bedeutung für die Auslastung
Und je besser die Auslastung natürlich, desto mehr Mitarbeiter benötigen wir, um die Aufträge abarbeiten zu können. Insofern wirken sich solche Großaufträge wie diese aus Neuseeland sehr positiv auf den Mitarbeiterstand aus. Unterschiedliche Quarantäne- und Testvorgänge bei Ein- und Ausreise machen in den unterschiedlichen Ländern derzeit ein Agieren für die Kärntner Firmen schwierig. Persönlicher Kundenkontakt ist immer noch wichtig. Weil auch wenn hier der virtuelle Abschluss möglich war, am Ende Neukundengewinnung passiert nur über den persönlichen Kontakt. Und da wäre es wünschenswert, dass die EU bald wieder zu offenen Grenzen und einheitlichen Regeln zurückkommt. Auch Haslacher Norica Timber hat ein Großprojekt an Land gezogen. Gemeinsam mit einem kanadischen Unternehmen arbeitet man seit Oktober an der größten Holzkonstruktion Chinas. Wir haben jetzt einmal die ersten drei Dome geliefert, die in Summe ein Volumen von ca. 3.500 Kubikmeter Leimbinder haben. Das sind in etwa 70 Lkw-Ladungen und ungefähr 10% unserer Jahresproduktion in Hermagor. Regionale Bauordnung und Logistik sind bei solchen Großprojekten immer ein Thema. In diesem Fall wird das gesamte Material, teilweise sind das bis zu 30 Tonnen schwere Sonderanfertigungen, über die neue Seitenstraße, über Polen per Bahn nach China transportiert. Der Holzbau beginnt eben sich in völlig neue Dimensionen vorzuwagen. Vor kurzem ist eine Baugenehmigung ein ganzes Fußballstadion in England erteilt worden. Und natürlich, ja, da sind wir schon gespannt, ob wir auch hier eine Rolle spielen dürfen. Was für internationale Zuschläge an die Kärntner Unternehmen spricht, ist quer über alle Branchen der Ruf als verlässlicher Partner mit hoher Expertise. Egal ob in der Medizintechnik, Elektronik oder im Holzbau. Nichtsdestotrotz haben natürlich viele heimische Betriebe in den unterschiedlichsten Branchen mit den Begleiterscheinungen der Corona-Krise sehr zu kämpfen. Morgen ist es genau ein Jahr her, dass in Tirol der erste als solches nachgewiesene Corona-Fall in Österreich entdeckt wurde. Ich kann nicht mehr, Leben zwischen Corona und Konkurs ist der Titel einer Dokumentation heute Abend um 21.05 Uhr in ORF 1, die sich mit den wirtschaftlichen Folgen für einzelne Regionen beschäftigt. Wie bei uns in Kärnten trifft die Situation auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel die Skigebiete, hart. Das sonst schon mal recht laute Salzburger Ski- und Abriss-Skiparadies Obertauern erscheint heuer als Platz der Stille. Die 10.000 Gästebetten des Orts mit nur wenigen Einwohnern blieben fast leer. 1 Million Nächtigungen waren es noch vor der Krise. Was das für viele Regionen bedeutet, beschreibt der Juniorchef des Hotels Römerhof in Obertauern, Peter Mayer. Gerade wir und die westlichen Bundesländer hier in Salzburg, Tirol, Vorarlberg, wir leben fast ausschließlich vom Tourismus. Und vor allem über die indirekte Wertschöpfung, über die sehr wenig gesprochen wird. Es wird immer errechnet, wie viel wir direkt im Tourismus machen, aber wie viele abhängig sind von uns. Das wird oft unter den Tisch gekehrt. Neben 1000 Mitarbeitern sind Handwerksbetriebe, Baufirmen, regionale Zulieferer betroffen. Wir haben viele auch aus der Gegend, mit denen wir jetzt schon immer oder ewig zusammenarbeiten, wo die Eltern schon oft gearbeitet haben. Wir spüren das auch, die haben viele Aufträge normalerweise. Als Beispiel nennt Meyer etwa den Fliesenleger der Region. Der hat mir immer gesagt, naja, bei ihm sind es 50-60%, weil er vom Tourismus, von den Umbauarbeiten im Tourismus die Aufträge bezieht. Das Hauptsächliche bei uns, also über 50%, ist eben der Tourismus. Der Küchenchef des Hotels sieht vor allem auch die vielen Lieferanten betroffen. Den Bäcker im Ort, der kein Geschäft mehr macht, den Fleischhauer, den Fischlieferant aus der Region, den Käsebauer, den Honiglieferant. Ist der Teufelskreis. Die Beherbergungsbetriebe sind vor allem auch Frequenzbringer für den örtlichen Handel oder regionale Dienstleister. Viele Mitarbeiter fürchtet man für immer zu verlieren. Geklärt werden konnte die Beschmierung von mehreren zweisprachigen Ortstafeln. Zwei Männer aus Klagenfurt sind als Verdächtige ausgeforscht worden. Sie waren einem Polizeibeamten außer Dienst in Buchbrunn und Eberndorf aufgefallen. Ein 20-jähriger Mann verstrickte sich zuerst in Widersprüche, gab dann aber zu, mit seinem 21-jährigen Freund die Ortstafeln beschmiert zu haben, aus persönlichen Gründen. Einer der beiden kandidiert für die Gemeinderatswahl. Der freiheitliche Parteiobmann Gernot Dahmann hat beide Männer umgehend aus der Partei ausgeschlossen. Der Kärntner Heimatdienst hatte für die Täterausforschung 5.000 Euro versprochen, die er nun auszahlen will, im Einvernehmen mit der Exekutive, heißt es. Ein verdächtiger Gegenstand im Landesarchiv in Klagenfurt hat heute für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Entschärfungsdienst aus Graz war im Einsatz. Da
Das Landesarchiv musste nach dem Fund einer nicht zuordnenbaren Metallkugel heute Mittag für mehrere Stunden großräumig gesperrt werden. Die Kugel wurde im Werkstättenbereich entdeckt und dann von Mitarbeitern im Gang deponiert. Aufgrund der Form und einer Schnur, die zu erkennen war, wurde der Entschärfungsdienst aus Graz angefordert. Die Metallkugel wurde nach einer ersten Untersuchung als gefährlich eingestuft und in einem explosionssicheren Anhänger mit nach Graz genommen. Die Sperren rund um das Landesarchiv konnten gegen 15.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Klagenfurt. Nach einem tödlichen Auffahrunfall im Vorjahr auf der Südautobahn bei Felden wurde heute ein 21 Jahre alter Autolenker zu einer Geldstrafe von 9.000 Euro verurteilt. Der Mann war einem LKW-Sattelzug ungebremst aufgefahren. Sein Beifahrer, ein 49 Jahre alter Mann aus Wolfsberg, kam damals ums Leben. Zwei weitere Arbeitskollegen auf dem Rücksitz wurden schwer verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Kärnten. Die Gesundheitskasse führt in dieser Woche 3.800 Impfungen durch. Zielgruppe Menschen über 80 Jahre. Aufgrund der derzeit hohen Infektionszahlen im Bezirk Hermagor wurde in Abstimmung mit dem Land Kärnten beschlossen, dass in Hermagor bereits während der Woche geimpft werden soll. Weitere Impftermine gibt es am Samstag in allen Bezirken. Der karinthische Sommer hat heute sein Programm für diese Saison präsentiert mittels Videostream. Das Motto lautet Ich Narr und beinhaltet 24 Konzerte, die von 14. Juli bis 29. August zur Aufführung kommen. Die Eröffnungsrede wird der Autor Michael Köhlmeier halten. Nicht ganz einfach, dieser Tage den Kontakt zu halten, drohen durch Internet-Pressekonferenzen ständig, dem weißen Rauschen zum Opfer zu fallen. Pandemiebedingte Unsicherheit rankt sich aber auch um die Kultur. Denn bekanntlich gibt es noch kein Öffnungsszenario. Trotzdem ist Intendant Holger Bleck zuversichtlich, dass der karinthische Sommer heuer stattfinden kann. Der karinthische Sommer 2021 startet am 14. Juli getreu dem Festivalmotto mit Orchestra Vienna unter der Leitung von Christian Mutspiel. Dessen komplexe Kompositionen sind am Puls der Zeit. Apropos am Puls der Zeit. In Zeiten von Corona, Brexit und Autokratie scheut sich die Kunst nicht davor, die Narrenkappe wieder aufzusetzen, um auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Das Festivalmotto 2021 lautet demgemäß Ich Narr. Nichts liegt da näher als eine mottogemäße Kooperation mit den Narren der Villacher Faschingsgilde. Possenreiter, Schauspieler, Vaganten, Zauberer. Sie sind der Inbegriff der freien KünstlerInnen. Ihre Sonderstellung verlieh ihnen Spielräume der ungezügelten Rede. Hinter Ironie und Scherz verbarg sich oft ernste Kritik. Immer die Grenzbereiche ungeschützt auslotend. Närrische Einlagen soll es schon bei der Eröffnung geben. Das restliche Programm bewegt sich wie immer zwischen Klassik, Jazz und Crossover. Mit Auftragswerken, Ur- und Erstaufführungen, etwa mit Orgelmusik des Kollektivs Whale. Ein großes Highlight auch die Kirchenoper Jeanne d'Arc von Komponist Johannes Kalitzke. Sie wird heuer am 20. Juli im Kongresscenter in Villach szenisch aufgeführt. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Cecilia Rangwanascha, der Publikumspreisgewinnerin des Belvedere Gesangswettbewerbes 2019. Wenn trotz Pandemie alles klappt, wird das Abschlusskonzert mit Musik von Robert Schumann am 29. August vom Mozarteum Orchester Salzburg gegeben. Wir kommen zum Sport und einer bitteren Niederlage für den VSV gestern in der Quali-Runde der Eishockey-Liga. Die ersatzgeschwächten Adler verlieren trotz vieler Chancen zu Hause gegen Graz mit 2:4. Ausgerechnet in Überzahl fängt sich der VSV in diesem wichtigen Spiel den ersten Treffer ein. Ken Ograjenczek nutzt hier die Situation 1:0 für Graz. Renas Krastenbergs mit seinem vierten Treffer für die Adler sorgt dann für Hoffnung kurz vor Ende des ersten Drittels. 1:1 auch nach 20 Minuten der Stand in Villach. Abschnitt 2 geht dann völlig in die Hose. Hier bereits das 1:3. Anton Mülleri trifft für die Gäste aus der Steiermark. Ograjenczek sorgt mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend in Minute 38 für die 4:1-Führung der 99ers. Das Spiel damit entschieden. Sie haben einen Treffer in Über- und einen in Unterzahl erzielt. Wenn du das schaffst, gewinnst du normalerweise. Und das haben sie auch. Das 2:4 durch Kosmatschuk in der Schlussminute, nicht mehr als Kosmetik. Am Freitag wäre in Graz Revanche möglich. Zumindest Torhüter Sedlacek könnte dann zurückkehren. Das Radio Kärnten Eishockey-Magazin berichtet live ab 20:04 Uhr.
Wir sind jetzt wieder mit unserem Dabei-Team unterwegs und besuchen das erste Kärntner Handwerksmuseum in Baldramsdorf. Und im Vitalgarten Binder in Wölfnitz bei Klagenfurt geht es um Vitamine und gesunde Ernährung. In solchen Gewächshäusern werden über das Jahr bis zu 50 verschiedene Salat- und Gemüsesorten gezogen. Im Winter sind es nur 10% davon, weil die Lichtintensität nicht so stark ist. Und noch ein Trend hat sich bei den Konsumenten bewahrheitet. Es wird immer mehr das gekauft, was in der Umgebung wächst und gerade in die Jahreszeit passt. Und man braucht keine Erdbeeren aus Afrika mitten im Winter. Ja, das können wir beobachten. Seit dem ersten Lockdown haben wir einen großen Zulauf bekommen. Die Leute interessieren sich immer mehr, woher kommt es, wo wächst es, wer steht dahinter. Derzeit haben wir saisonbedingt 5 Sorten, die wir anbauen. Wir haben Bortolak, wir haben Winterkresse, Spinat, Vogelsalat, Bakchoi. Und dann jetzt sukzessive wird es dann immer mehr, je wärmer wird. Und dann können wir mit dem Fruchtgemüse anfangen und so weiter. Gerade in der Gemüseküche hat sich ja sehr viel verändert in den letzten Jahren, weil die Oma hat oft Spinat gekocht oder Kohl, das war eine braune Pampe. Heute schwenkt man es kurz in Butter an, salzt es, gibt irgendwas Spannendes, crunchy Nüsse oder Käse drüber und man hat ein modernes, schmackhaftes Gericht für die Familie. Die Fastenzeit ist jetzt gut dafür geeignet, dass man mal auf Fleisch verzichtet. Natürlich eignet sich das Gemüse von den heimischen Gärtnern sehr gut dazu und es ist auch sehr gesund. Es hat Inhaltsstoffe, die nicht zu vernachlässigen sind. Es sind Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe, die wir gerade jetzt sehr gut brauchen können. Ich kann in kürzester Zeit Gemüse und auch diese Blattsalate und Gemüse kurz ansortieren in der Pfanne und kann es dann zu Nudeln kombinieren, zu Pasta, zu Fisch, zu Fleisch. Männer lassen sich oft nicht so leicht dazu überreden. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Der Mann sagt, Gemüse wird erst vollwertig in Steakbegleitung. Ein ehemaliges Kloster in Baldramsdorf gibt einen Einblick in das Handwerksleben der letzten 100 Jahre. Nostalgie pur. Bei uns im Handwerksmuseum zeigen wir also 40 Handwerke und Gewerbe. Highlights sind zum Beispiel unsere Friseurabteilung, es ist unsere Optikerabteilung ein Highlight, aber auch der Kaufmannsladen, also ein sehr schön eingerichteter, oder die Apotheke auch, die man erwähnen sollte. In der Schmiedebranche hat sich viel verändert. Von der schweren Arbeit ist jetzt dann schon viel umgegangen auf das computergesteuerte Maschinenunterstützungsarbeiten, Schweißgeräte. Körperlich waren damals die Schmiede schon muskulös unterwegs. Wenn Sie mich anschauen, ich bin auch Schmied, aber ich habe das eh nicht so übernommen, weil ich schon in der Neuzeit groß geworden bin. Material war ja Mangelware. Damals hat es nicht einmal ein Schweißgerät gegeben. Jetzt haben sie alles zusammengeführt, feuergeschweißt. Das Eisen war ja damals ja goldeswert. Ich vermute, dass früher ein Tischler fast ein Künstler war. Heute kann alles, man hat alles einen Computer und dann ist das einfach nicht. Es war eine schwere Arbeit. Und durch diese Hoblerei haben die Tischler alle schwere Lungenleiden gekriegt, weil sie immer den Staub eingeatmet haben. Es war sehr gefährlich. Wie ich Tischlerlehrling war, war es im Spital. 12 Tischlereien und jetzt gibt es nur mehr eine. Die Gerätschaften werden uns von Leuten praktisch im Vertrauen gebracht, weil sie wissen eben, also, dass sie erstens gut aufgehoben sind und zweitens, weil sie ja präsentiert werden. Wir sind noch immer sehr offen für solche Spenden eben von Leuten, weil es fehlt uns doch hier und da immer wieder etwas. Wir schauen noch schnell in die Europa League, wo der WRC heute noch einmal gegen Tottenham antritt. Die Engländer führen mit 2:0. Radio Kärnten berichtet live. Noch eine schöne Geschichte zum Abschluss. Hündin Sissi ist heute beim Spielen in die Glan in Klagenfurt gefallen. Zu verdanken hat sie ihre Rettung ihrem Herrl, dem 10-jährigen Leon. Er hat einen Autofahrer angehalten, der dann die rettende Feuerwehr alarmiert hat. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Wiederschauen.